Aber was hat uns das gebracht, dass die Grenzen jetzt offen sind? Junkies in Lederhosen, Designer-Drogen im Toilettenhäusl neben dem Bierzelt. Bayern ist eben modern, aber die EU hat uns doch die Öffnung der Grenzen gebracht. Geh weiter! Die EU! Die EU hat die Schwindsucht. Zuerst verschwinden die Grenzen, dann verschwindet wieder die Grenzenlosigkeit. Und dann? Wir können den Osten entdecken. Ja, möchtest du dich aus dem Staub machen, hä? Ich bleibe in Bayern. Aber wir können einmal über die Grenze fahren. Und billig chemische Drogen einkaufen. Damit bist du auf jeder Party der Renner. Weil man es Designer- und Modedrogen nimmt. Pillen und Pulver in den Farben der Saison von Louis Vuitton. Speed von Adidas. Crystal von Dior. Damit kennen sie das Geschwirl von den Vietnamesen-Märkte aus. Die sind bei den Drogen ganz groß dabei. Die Asiaten sind fleißig. Die Vietnamesen-Mafia hat die Schuld. In Tschechien gibt es natürlich noch viele anständige Leute. Aber was hat uns das gebracht, dass die Grenzen jetzt offen sind? Wir können den Osten entdecken, sein kulturelles Erbe. Du meinst Franz Kafka? Ja, der hat in Prag gelebt. Kafka in Prag? Seit die Grenze offen ist, kannst du Kafka lesen. Mit Crystal Meth sogar die ganze Nacht. Also darum konnte Kafka die ganze Nacht durcharbeiten. Doch warum Bayern? In München, da koksen sie. In Starnberg die Heroinszene. In Landshut Amphetamine. Aber das kommt auch schon aus Tschechien. Wie es wohl früher war, bestimmt nicht so arg. Oh mein Bayern. Oh mein Bayern. Katholisch und gottverlassen. Eine Schnapsbrennerei haben sie nach dem Krieg in den Keller gestellt. Das Auto wird mit dem Hund durchsucht. Die Fahrzeuginsassen werden entkleidet. Die Lieblingsverstecke sind immer noch Unterhose und Socken. Eine Waschmaschine, die jemand im Wald abgeladen hat. Zyklop hast du sie genannt. Ein Obis, ne Bienenwabe. Er legt sein Asthma-Spray auf den Tisch und zündet sich eine Mentholzigarette an. Großvater hat dir immer Schnupftabak auf den Handrücken getan, als du noch ganz klein warst. Und dann hat er dich ausgelacht. Und dann hat er dich ausgelacht. Das mit dem Sekundenkleber. Das mit dem Sekundenkleber? Das mit dem Sekundenkleber habe ich vorher nicht gewusst. Wusstest du schon, dass Martin Wiese, der führende Neonazi in Süddeutschland, der im Zusammenhang mit einem 2003 geplanten Sprengstoffattentat seiner rechtsterroristischen Vereinigung Schutzgruppe auf das jüdische Zentrum München bundesweit bekannt wurde und im Anschluss zu einer 7-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde, dass der nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis nach Geisenhausen bei Landshut gezogen ist? Er sehnt sich nach Ruhe. Sehnsucht nach Ruhe. Ein kleiner Ort, dieses Dorf. Das ist ihm bald zu klein. Und Sehnsucht nach Ruhe? Ruhe auf dem Land. Geisenhausen. Dort, wo der Schnupftabak hergestellt wird. Schnupftabak, beruhigt. In Geisenhausen lebte auch der berühmteste Hörspielautor Günther Eich. Und jetzt lebt dort der Neonazi Martin Wiese. Hörspiel, beruhigt. Da bin ich anderer Meinung. Dann stillt es nicht, die Sehnsucht nach Ruhe. Seid Sand im Getriebe, hat Günther Eich geschrieben. Einen Sandstrand. Die Sehnsucht nach einem Sandstrand. In Geisenhausen bei Landshut? Du verstehst mich nicht. Aber nach was sehnt sich Martin? Nach Ruhe? Nach Ruhe? Ich weiß nicht, ob sich der Martin nach Ruhe... Sehnsucht nach Ruhe.
Sehnt er sich nach Ruhe? Ja, ruhig, wie ruhig. Starnberg ist noch viel schöner als Geisenhausen. Und Starnberg ist näher an München. Weiß nicht, das Hotel. Aber ein schöner Ausblick auf den See. Ein schöner See und nicht weit von zu Hause. Stell die Koffer hier hin. Nur Doppelbett. Gin und Tonic sind im Koffer. Vielleicht wäre Italien besser gewesen. Hier fehlt überall die Exotik. Aber die hatten wir, als alles anfing. Ich war so jung. Und ich bin es immer noch. Kein halbes Jahr nach dem Abitur. Ist immer noch. Wir waren viel zu jung, um zu heiraten. Ich sehne mich so sehr nach dir. Und ohne unsere Eheschließung hättest du keine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Ich sehne mich so sehr nach dir. Und ich mich nach dir. Ich sehne mich so sehr nach dir. Über Videotelefonie war es immer so schwer, dich zu sehen und zu verstehen. Über Webcam, dein Genital ganz verpixelt, 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 verpixelt. Aber die kleinen Rechtecke regten meine Fantasie an. Ich sehne mich so sehr nach dir. Das schenke ich dir zu unserer Hochzeit. Eine CD-ROM. Ein Vokabeltrainer. Installiere ihn gleich auf deinem Laptop. Ich zeig dir, wie es funktioniert. Wer hätte ahnen können, dass ich mich in Südamerika, wo ich kleinen Kindern die Hand schüttelte und in einer Strandbar mein Portugiesisch verbesserte, dass ich mich genau dort in so einen schicken Latino verliebe. Und ihn gleich ein Jahr später nach Deutschland hole. Oh, du hast mir so gefehlt. Hier, so funktioniert der Vokabeltrainer. Nacht, die Farbe der Kuchen, der Geburtstag, ich mag. Aber weißt du, warum ich dich aus Brasilien nach Deutschland kommen ließ? Um dich zu heiraten, ja. Ich sehnte mich nach dir und du? Du sehnst dich nach Deutschland. Und meine Sehnsucht war ein Vermissen. Und weil ich dich hatte und wir geografisch getrennt waren. Und deine Sehnsucht war eine reine Sehnsucht. Weil du dich nach etwas sehntest, was du noch nie hattest. Ich weiß, du verstehst mich gerade nicht, aber du hast jetzt den Vokabeltrainer. 20 Euro für deine Zukunft. Ein Vokabeltrainer, dein Startkapital für das Leben in Deutschland. Für dich. Für uns. Mein Vermissen und deine Sehnsucht. Was ist besser und was ist dein Verlangen, das dir irgendwer eingeredet hat? Reflektiere und differenziere, Pedro. Die Verben lernst du in den Aufbauübungen. Wie kann man sich nach etwas sehnen, was man noch nie hatte? Jetzt haben mich meine Eltern sogar verstoßen, weil ich dich Küchenschabe geheiratet habe. Aber das war es mir wert. So viel Geld haben sie in mich gesteckt. Wie du weißt, ist mein Vater Banker in München. Und unsere Hochzeit war für meinen Vater schlimmer als die Wirtschaftskrise. Dafür liebe ich ihn. Ich werde ihm von dem Plan des Auswärtigen Amts erzählen, dass sie versuchen, ausländische Fachkräfte nach Deutschland abzuziehen, um so den Geburtenrückgang und den daraus resultierenden Fachkräftemangel in Deutschland zu kompensieren und so den Zusammenbruch des Rentensystems entgegenzuwirken.